Ja, irgendwie war gestern der Wurm drin, keine Ahnung. Hat man auch kaum gesehen im letzten Spiel gegen uns. Das war sowieso, da war sowieso alle, Scheiße, wir müssen gegen die spielen, was sollen wir tun? Oh mein Gott. Ja, wieso das hier da alle so verzweifelt? Keine Ahnung. Ja, wir haben eigentlich nur Spaß gemacht. So Na, habe ich gemerkt. Alpha Kevin, so mich lock jetzt Probius. Allein schon die Lane-Aufteilung hier war halt ultra lustig. So, hä, Sonja Mitte? Du bist wahrscheinlich. Irgendwie Ah, kann ich ich doch muss raus. einstellen, dass ich da. Konnte Erst mal man hier irgendwie raus. weiter rauszoomen? Nee, Doch, ne? Das geht auf dem Server. doch. 10 Doch, Sekunden. ich glaube STRG plus Y oder Shift plus Y. 5, 4, 3, Gut, 2, fand ich auch, dass ich am Anfang gar 1. nicht geredet habe, so die ersten 15 Minuten oder Entfesselt 10, die wie wir noch im Wut Channel des waren. Drachen. Deswegen habe ich uns rausgeschoben. Ja, das war sehr gut. So ein Mid-Brawl dürft ihr jetzt halt zum Beispiel nicht mal hart committen, macht ihr aber, glaube ich. Kann ich Arthas irgendwie ist genau auch. das sehen, was du siehst? Ich glaube mit der 1. Jetzt bin ich auch freaky. Wenn du eine Aktion gesehen. Nee, im Num-Block auf der 1. Zu meiner View. Ah, muss man dann Numm ausschalten? Oder ein. Ich hab's ein. Also dann kannst du, also ich müsste die 1 sein. Wenn ich auf euch gehe, sehe ich, wie meine Perspektive wechselt. Also ich bin ultra weit rausgezoomt und jetzt in der Mitte. Ich kann auch mal hochgehen. Dann könnt ihr die einzelnen Observer Ah, durchgehen. Ich bin jetzt gerade oben ich bei glaube, Sonja. hier. Mir geht das nicht. Ah, Hier. jetzt, glaube ich. Komisch, ne? Jetzt habt ihr meine Cam, oder? Ich gehe jetzt nach links. Nee. Erst nach rechts. Nee, vielleicht müssen wir Lock machen. Kameralock. Ich kann auch mal weiterlaufen lassen, ob ihr jetzt was seht. Ich gehe jetzt hoch, runter. Bin immer noch in der Mitte. Ansonsten sage ich an, wo ich gerade bin. Ja. Okay. Ja, ich bin halt erst Mitte. Das ist halt schon mal jetzt eigentlich eine gute Situation. Team rechts verliert oben XP. Müsstest die Wave, glaube ich, hast du mit E geklärt. Du weißt halt aber auch, dass gleich jemand hochrotiert kommt. Könntest dich jetzt zum Beispiel schon in den unteren Busch stellen. Da egal, wer hochkommt, außer sie rotieren mit 5 hoch. Aber das weißt du ja, dass sie nicht mit 5 hochrotieren, weil ja noch 4 Mitte sind. Siehst du ja durch die Vision, dass du einfach direkt den Typen, der jetzt hochkommt, aggressiv abfängst. Was beide Teams halt jetzt falsch machen, ist halt die Bot-XP zu missen wegen dem langen Mid-Brawl. Immer noch keiner Bot. Ich glaube, jetzt geht's Team rechts. Jo, hier geht's schneller runter. Gehen wir mal hoch. Alten Schreine erwachen. Da müsste jetzt von Team links auch viel mehr Aggressivität auf die Waller kommen. Wird gar nichts gemacht. Da, guck mal, du stehst jetzt einfach. Jetzt stehst du einfach so mittig rum, machst halt einfach gar nichts. Hättest halt einfach wieder, du hast 4 Büsche, du hast die 2 unteren, du hast die 2 oberen. Wenn du jetzt einfach gehidet wärst, während er weg war. Beziehungsweise er war ja sogar tappen schon. Hättest du dich jetzt theoretisch in den oberen rechten Busch positionieren können? Und dann einfach, wenn er so jetzt läuft, Instant Q. Und das Wichtige ist, dass du W gegen Gul'dan machst oder wartest halt, bis sein Drain Life angeht. Und dann erst Qst. Aber so klärt dir die Wave halt equal. Guck, wenn du da Ja. jetzt mit deinem Q wartest, bevor du es machst, kannst du sein W interrupten. Ich glaube, das ist das W. Am Anfang sah es bei dir noch besser aus. Guck mal, jetzt wartet Ming zu lange. Arthas wartet unten zum Aktiviere die Beispiel auch viel Schreine, zu lange. dann Jetzt Ming. kommt Follow-up. Jetzt kommt zum Beispiel der Root von Arthas. Kein Follow-up-Root. Ming clears hinten immer noch die Wave. Jetzt habe ich dir das gesagt mit dem Rotieren. Das mit dem Outmoven war einfach nur deswegen wichtig, dass er jetzt einfach gar nicht weiß, wo du bist. Jetzt wartest du. Kannst da ruhig ein bisschen warten. Ist eigentlich okay. Hättest aber theoretisch jetzt zum Beispiel wieder den Busch wechseln können, weil er eher weiter oben positioniert war. Du kannst dann so oben rum einmal rumlaufen, dass du halt wieder den Gul'dan flanken kannst. Aber so geht's eigentlich. Ansonsten, wie gesagt, kannst du da auch den Train da aufnehmen. Und Gul'dan will dich halt letztlich, das ist auch obvious, dass er sowas macht, dass du Schaden kriegst. Dann Ja, das stelle habe ich ich da auch. später nachher besser gemacht. Nee, aber er will dich ja letztlich outmoven. Guck mal, wenn du jetzt rechts rumgehst, hättest du den Gul'dan mit einem Q hinten rupten können und direkt pressern. Du gehst aber wieder links rum, den safe Weg. Aber du spielst ja letztlich die überlegenere Lane, also musst du auch mehr Damage machen auf ihn. Guck mal, hättest wieder ein W auf ihn machen können, machst du wieder nicht. Das ist alles Schaden und Trade-off, der dir letztlich verloren geht.
Cooldown steht. Jetzt hat er auch wieder selbst getappt. Jetzt kannst du wieder warten. Jetzt merkst du, er geht schon wieder hoch. Du hast ja gesehen, dass er in den Busch geht. Du queust wieder auf die Wave. Da könntest du einfach durchlaufen auf den Cooldown. Dann hat er nur dich zum Soaken. Jetzt klärst du zwar die Wave, aber wenn du ihn jetzt nicht abhältst, jetzt outruft er dich zum Beispiel komplett. Jetzt geht er links rum. Jetzt wartest du wieder zu lange auch mit dem Mountain. Könntest ja theoretisch jetzt schon mounten. Alles ist ein bisschen zu langsam. Also ich habe mir das zum Beispiel in WoW angewöhnt. Er moved jetzt zum Beispiel sogar richtig gut außerhalb deiner Vision. Und du queust jetzt halt in die Tower rein. Das war halt richtig hart. Also hättest du da wenigstens ein 7er Talent gehabt, wäre es gegangen. Aber so jetzt auch noch durch die Wave zurücklaufen, weil auch unlucky. Ich gehe mal wieder runter, weil du wirst jetzt nicht so viel machen. Guck mal, da muss Thrall. Der Thrall muss tot sein. Es kann nicht sein, dass der da rauskommt. Einfach unglaublich, dass sowas passiert. Währenddessen wird Bot wieder EP verloren gegangen. Also entweder holt man dann halt den Kill und drückt dann Mitte ein, oder man holt die EP und macht die Rotation. Guck mal, das war jetzt, glaube ich, sogar nicht mal ein schlechtes Ding von dir oben. Und so ein Flight von Falster, muss man sich auch mal merken, den setzt du nie, setzt du wirklich nie in diesen Busch. Also entweder machst du so, dass du den Gul'dan baitest, also dass du zum Beispiel den Schrein nimmst, während er ihn vorher hatte, und dann lässt du dich in den linken Busch hier fallen, also in den linken vom Schrein, und dein Falster fliegt in den rechten. Dann könnt ihr... Oh, kann ich pingen? Ja, ach, guck, gerade getestet. Wie kann ich pingen? Geht wahrscheinlich ganz normal, oder? Geht bei mir nicht. Geht ich hab die Shortcut für Rückzug. Dann legt ihr Rückzug. Ja, habe ich, aber es geht auch nicht. Egal. Egal. Den linken Busch kannst du dann halt nehmen, dein Fallstart fliegt in den rechten. Dann habt ihr ihn halt eingekesselt. Er kann halt nur in den Schrein moven. Und das bringt ihm auch nichts. Dann ist er halt letztlich tot. Aber in den unteren Busch, erstens sieht er das direkt, zweitens hast du ihn auch nicht ein bisschen rausgelockt. Bei einem Flight musst du halt immer versuchen, den Gul'dan oder den anderen Solo-Laner halt rauszulocken. Und ja, da war Martel auch wieder zu schnell. Das hatten wir schon mal in einem anderen Spiel. Dass sie halt nicht lange genug warten, sondern direkt irgendwie draufgehen. Immerhin ist jetzt Martel, I rule you. Ja. Er steht damit falls dann auch viel zu aggressiv dann. War gut, dass du ihn da einfach sterben lässt, also. Ja, nee, was sollst du machen? War auch gut, dass du jetzt da zum Beispiel, ich glaube, da habe ich dich noch die ganze Zeit angeschrien, was du machen sollst. War auch gut, dass du jetzt einfach hinter dem Tor wartest. Nee, alles da wart ihr, glaube ich, schon weg. Alles andere wäre nur harter Grief gewesen, weil du hättest gehookt werden können oder ähnliches. Es donated das Team. Ist auch so gut, dass du so passiv spielst, also keine Ahnung. Ist einfach gut. Man muss das schon abschätzen können, hast die Gegner nicht gesehen. Jetzt donated Freak hier unten, glaube ich. Arthas queued sich zum Beispiel selbst nie. Das war jetzt zum Beispiel ein guter Trade. Sowas hättest du... Guck mal, jetzt gehst du aber wieder auf den Schrein, er tappt sich hoch. Und jetzt siehst du, wie er sich hochdingst. Und da musst du einfach reagieren. Da musst du einfach reagieren. Da auch. Ich glaube, jetzt verzweifelst du. Ja. Yep. Und das war jetzt schon wieder sowas. Du hättest eben W machen können, kriegst ja auch den Movement Speed. Und erst wenn der Thrall Root kommt, mit deinem E, dass du halt wieder rauskommst. Und das Q muss halt natürlich sitzen, also. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Du hattest auch lang genug Zeit, das zweimal zu aimen. Das, was Mad Mustang hier zum Beispiel macht mit der Top-Rotation, ist halt auch wieder idiotisch. Mitte fehlt der Schaden. Root von Arthas war auch schlecht. Thrall flankt hier gut, aber ist halt auch einfach nicht gut von Ming. Also, ich weiß nicht, was Ming sich denkt. Keine Ahnung. Ist halt einfach Grief. Komm, jetzt das, wo ihr die Ming in der Mitte gleich holt? Ja, ne? Ja, genau. Ich lauf hoch. Und das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das. Guck mal, sie sieht den jetzt. Also, da sieht sie ihn jetzt. Guck mal, da ja, kommen sogar. Genau. Jetzt auf sieht sie ihn. Jetzt sieht sie ihn safe. Ja, ich dachte, jetzt bin ich tot oder sowas, aber. Also, keine Ahnung. Da haben wir ihn auch fast. Hä, hast du das nicht gesehen? Nee, ich hab das nicht gesehen. Hä? Ja, da hat er uns auch dumm angeschissen. Ja, ich hab keine Observer.
Auch Freaky hier, keine Ahnung. Ja, den hätten wir haben können. Wir haben halt nicht gedacht, dass er alleine ist. Ich glaube, manchmal spielt Mustang ohne Bildschirm. Auch Britten rennt hier. Wieder komplett sinnfrei und wieder kein Q auf sich selbst. Freaky versucht die Supportflanke. Gucken wir mal wieder oben. Jetzt wieder Q! Du gönnst dir wieder ein volles E. Also deine Qs sind in dem Game halt echt furchtbar. Ja, ich weiß. Immerhin weißt du. Was du hättest eventuell auch nehmen können gegen die, habe ich heute mit Maike und Smaragd gesprochen, ist Poison Spear. Weil der einfach gut Schaden macht. Kannst du jetzt nichts machen. Jetzt könntest du zum Beispiel, jetzt ist gleich 10, wenn ihr 10 hittet, könntest du jetzt runter moven, anstatt die Lane zu halten. Guck mal, warte. Jetzt, sag mal so, du kommst jetzt. Du könntest zwar jetzt auch Gul'dan killen, aber ich glaube, der viert dich jetzt sogar, das war nicht mal schlecht. Deine Ulti ist nicht raus. Aber wenn du jetzt auf die Valla oder in die Backline flanken würdest, die hätten ein richtiges Problem, müssten direkt versuchen zu disengagen, ihr könntet geschmeidig deffen und gegen diese Combo, also keine Ahnung, die haben jetzt nicht so den Burst, der Sonja killen würde, weil die Gegner halt keinen Lockdown haben, um dein E zu unterbrechen. Das heißt, du hast nur 3 Sekunden, glaube ich, in denen du dich nicht healen kannst. Machen wir mal weiter. Zwar ultra schlecht auf Defended. Hier, guck mal, Rega muss sterben. Aber du musst sterben, hast du gehört. Stattdessen stirbt Arthas. Die Gast war ultra gut, der Silence wiederum halt, keine Ahnung, richtig overlapped. Freaky macht wieder den Tankheiler. Britten ist eben engaged ohne Icebound Fortitude, ohne Ghoule. Ghoule ist eigentlich die wichtigste Ulti bei euch im Game. Guck mal, den 4 hast du top sogar gut rausgebaitet. Wenn du sowas jetzt hast, keine Ahnung, du kannst es glaube ich tappen und du kannst wieder flanken. Also das ist immer so. Guck mal, jetzt könntest du sogar den Weg übers Hardcamp nehmen. Da stehen. Stitches ist sogar im Drake, das heißt, die haben keinen richtigen Tank da. Es gibt letztlich keinen, der dich peelen kann. Es gibt auch keinen, der Arthas jetzt noch peelen kann. Guck mal, wenn Arthas jetzt da das W auf gerade direkt in die Minion Wave reindrücken und die sind alle tot. Der läuft einfach nur. Der zieht jetzt Ghoule, läuft rein und dann sind alle tot. Zumindest wäre es so, wenn ich Arthas spielen würde. Guck mal, kein W! Kein W! Er rennt wieder raus! Keine Ghoule, kein W, immer noch kein W! Jetzt müsste, beziehungsweise trifft nur den Tank. Immer noch keine Ghoule. Jetzt hat er sie genutzt. Viel zu spät. Keine Ahnung. Er hätte da easy rein engagen können. Wenn du dann von oben flankst, ist das ganze Team tot von den Gegnern. Guck mal, wie dreist. Er wartet jetzt am Hardcamp. Freaky Scouting Throne Aktionen sind auch einfach ultra gut. Gegen Stitches ist halt auch immer sowas, dass man. Ich glaube, da macht ihr es sogar, dass ihr. Nee, irgendwer. Ah, nee. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch gut hinter den Minions haltet. Ah, das ist halt auch ultra dreist. Guck mal, Rega hat kein Mana, Valla hat kein Mana, Thrall kein Mana. Er macht einfach gar nichts. War eigentlich fast identisch wie in unserem Spiel, da ist einfach null Aggression oder irgendwas. Weil es auch von Pride nicht ausgeht. Und guck mal, jetzt auch, dass sie dir oben beim Camp Death helfen, ist auch eine Rotation von 3 Leuten. Du willst ja immer was effektiv machen, aber was bringt's, wenn der Tank und Global hochrotieren? Keine Ahnung, du musst einfach sagen, wer verschwindet von meiner Lane oder so. Ich würde ultra abdrehen. Hätte ja gerne nochmal im gleichen Lineup von euch gegen euer Team gespielt. Also, weißt du nicht, ich glaube doch, Salzstreuer hätte Sonja spielen können, ich gehe auf Arthas Main Tank easy. Weil vom Draft her dürftet ihr doch sogar fast gewonnen haben. Also ich fand euren sogar besser. Ah fuck, wir haben euch beim Draft ja geholfen. Deswegen war eurer besser. Was? Naja. Ja komm, sonst hättet ihr den Arthas Main Tank nicht gepickt. Also Arthas war halt gegen die Combo ultra gut eigentlich. Setzt halt eigentlich Thrall und Valla außer Gefecht. Guck mal, jetzt steht Gul'dan hinter dir. Wieder kein Q. Du willst ja das Q nicht mal machen, willst das Q ja auch machen, um sein W mal zu rappen. Aber ich glaube, ja, da hatte ich aber gerade das Q schon benutzt, deswegen ging's nicht.
Ja, dann musst du halt warten, bis er das W nutzt manchmal. Ja. Also du hattest ja genug, du hast ja hier genug Rage immer. Jetzt ist die Situation, wo ich gesagt habe, da kommst du noch raus. Ich glaube, jetzt hast du sogar gleich nochmal ein E ready. Oder du gehst nochmal rein. Ja, jetzt wirst du gehuckt und gehst nochmal rein. Guck mal, du drückst jetzt aber auch keine 1, um dich zu healen. Gehst lieber zum Brunnen. Immer noch keine 1 gedrückt. Du hättest jetzt schon dich zweimal healen können mit Full. Mit deinem Einzeltalent. Hallo. Gucken, jetzt ist das Mist. Jetzt kommt das mechanische Missplay. Oh ne, immer noch nicht. Sind nochmal 10 Sekunden Delay. Was Matt Mustang da wieder bei dir macht. Vielleicht mag er dich oder so. Schau dir das Game von gestern an. Ja. 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 Ein paar witzige Dinge dabei. Auch Freaky hier, keine Ahnung, ist bestimmt ultra witzig, was da passiert. Guck mal, 3 gegen 2. 3 gegen 2, Thrall läuft aus 3 Leuten raus. Ich weiß nicht, wie Thrall aus Arthas rauslaufen kann. Ist mir echt gerade. Der Fall von uns ist so richtig scheiße. Ich sag dir, lauf nach rechts, okay, ich lauf mal nach rechts, das ist links. Oh, guck mal, er stirbt immerhin. Die Walla müsste aber auch. Alter. Ja, hören wir auch. War schon die Szene, wo der Reger aus dem Busch kommt und Mastin verfolgt? Ja. Guck mal, Mustang hat aber auch keinen Bock, den Dings zu nehmen, den Drake. Stimmt, ja. Er könnte bei Drake. Minion Wave. Guck mal, das ist das, was ich meine. Gar keine Aggression. Jetzt. Oh, das ist wieder. Haben wir wieder so einen tollen Flight. Diesmal in den anderen Busch. Wieder Q nicht getroffen. Oh Gott, ist das. Kirika verzweifelt an der Mauer. Oh, jetzt wird's nee, ungefähr gut an. Gul'dan nutzt seine Spells. Meinst du, die Mauer kriegt Assist? Ja. Ja, sie ist zweimal gegen die Mauer. Guck mal, das ist eigentlich eine Frechheit, Alter. Das ist echt eine Frechheit. Also, ihr habt gerade eine Situation. Warte, ich pause mal. Eine Situation, die für euch einen Drake hätte geben können. Durch eure Geile, wir rotieren zu fünft auf die Top-Lane, welches aber eigentlich eh unsere Winning-Lane ist. Also ihr habt mit Sonja gegen Gul'dan eigentlich eine permanente Winning-Lane, beziehungsweise mindestens eine Equal-Lane. Du hast sie ja nicht verloren. Aber ihr rotiert zu fünft hoch. Also ja, ich weiß auch nicht, was das sollte, aber... Geht halt nicht. Geht halt einfach nicht. Ah, nein! Jetzt sehen wir dein Missplay. Oh, jetzt hab ich's verpasst. Sorry. Aber hättest du, ja, hättest du da vorher eh gemacht, kriegst du den Thrall Root halt nicht ab. Also erst ein W, dann ein E, dann stirbst du da halt nicht. Du musst dein W auch öfter nutzen, also dein W macht schon viel Schaden. Ja. Dein E willst du halt eigentlich, du musst es so sehen, dass du, wenn du gegen andere Teams spielst, die jetzt mehr Lockdown haben für dich mit Sonja, willst du halt warten, bis gewisse Abilities raus sind, damit du ehen kannst. Ist ja logisch. Also, bis ja. Power Slide raus ist, bis der Root zum Beispiel auf dir sitzt von Malfurion. Ist ja kein Ding. Der kann dich ja rooten, aber du machst dann deinen Ehen, gehst einfach raus. Ich mach das. Ich habe halt Sonja zum Beispiel schon so oft. Die Gast war auch unnötig. Aber Matt muss dann kürzlich halt mal wieder ein bisschen co-watchen. Ich glaube, Arthas weiß auch nicht, dass er sein Q auf sich selbst nutzen kann. Dabei haben wir ihm das im Coaching, hattest du ihm das ja schon gesagt. Nö, er macht's aber nicht. Guck mal, er nutzt ja, alle. Aber... Das ist ähnlich wie bei dir mit deiner 1-Taste. Er nutzt, das wird ja. Einfach nicht genutzt. Guck mal, der Thrall läuft jetzt in euer Keep. Alle laufen weg. Jetzt läuft die Walla in euer Keep. Alle laufen weg. Die haben keinen Tank. Wir sind immer noch in dem Moment, wo der Gegner keinen Tank hat. Die haben kein Heal, gar nichts. Jetzt gibt man sie erst. Jetzt gab es erst nochmal eine Runde Dings für euch. Eine Runde Corruption. Corruption for everyone, Alter. Everyone sterben. Everyone. Das Camp müsst ihr halt einfach aufgeben, da auch 15 gegen 17 halt. Oh, die gute alte Splitsoak Ming hat ja einen Teleport. Jetzt erst nochmal zu 5 die Lane clearen in der Mitte. Hallo.
Hey, ich wollte eigentlich nur wieder auf meine Lane rotieren und die anderen irgendwie alle wit und hä? Jetzt schnell noch einen neuen Mann hardcamp, das ist auch wichtig. Sonja könnte das nicht alleine machen. Man könnte auch nicht fighten oder so. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel auch Sonja das Hardcamp machen lassen. Falls das zockt top, dann habt ihr ja den Global Soak, ne? Und ihr geht trotzdem einfach runter brawlen. Also, ihr geht dann mit 3 runter. Und wenn ihr seht, der Gegner ist auch zu dritt, kann halt Falstad die Überzahl generieren. Das ist halt das Starke von Falstad. Und er hätte trotzdem den Top-Soak bekommen. Also Falstad muss da... Es gibt jetzt auch von Quacknix noch einen Guide in Heroes Path. Den habe ich vorhin gesehen. Warte, den hau ich jetzt schnell in die Kaderbank, sonst vergesse ich. Natürlich muss ich den so arrogant verfassen, wie es geht, diesen Post. Boah, ich habe heute so viele Posts gemacht. Boom. Hier mal. Hab euch mal einen Falstad Guide geschrieben, Boys. Ist ja mein Main Hero. Ich bin aber überlegen, ob ich einen CC Guide schreibe. So, wieder zu 5 gegroupt, falls es splittet, wieder nicht. Guck mal, ist richtig schlecht, was Soak angeht. Als hättet ihr alle vergessen. Es ist ja nicht mal so, dass ihr euch zeigen müsst, wenn ihr soakt, aber falls das, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch da, wo das vorstand, oder da oben im Busch, er hat ja noch genug Gap Closer. Oder dieser Stitches, der muss halt jetzt in der Mitte, wenn ihr das zu 15 rossiert. Guck mal, der stirbt nicht. Martel gönnt sich erstmal Tower Shots. Das Positioning ist furchtbar. Und er donatet rein. Guck mal, hätten die Vala die chillt, Alter. Jetzt kommt noch ein Zestero richtig unten her. Ghule waren auch eigentlich viel zu früh. Also, die Ghule wurden halt jetzt zum Beispiel gezogen, wie Stitches engaged wurde, ohne dass Ryan wieder low getroppt ist. Und keine Ahnung. Seine Macht. Held getötet. Guck mal, oh, der Cleanse war gut. Beste wird eh, wenn wir gleich Freaky sehen, wie er 5-mal die Scouting-Drone stellt, um... Boah, Mad Mustang trifft halt so oft so viel falsche Entscheidungen, das ist... sowas lässt man auch, was er jetzt macht da oben mit Ming, lässt man halt auch immer Falstad machen, also... Komm mal, jetzt geht Falstad runter und Ming muss die Wave clearen, obwohl es umgekehrt wieder effektiver ist. Aber das ist noch nicht der Finish, oder? War guter Blink vom Thrall. Ah, das ist. Ihr wollt hier ja nicht mit 5 Leuten live noch am Core Finish. Wäre auch unfair gewesen. Oh, ich habe das erste Arthas Q gesehen. Auf sich selbst. Das war stark. Random Move. Meint, wäre das zweite Mal gewesen, wo sie das Spiel mittendrin minimiert hat. Und ich meinte so, wenn die Situation unklar ist, gehen wir zurück. Okay. Das war. Du kannst da als Midi in so einer Situation nicht viel machen. Erst recht, wenn kein Tank da ist. Das Einzige, was du machen kannst, ist nicht reinfeed. Erst recht, wenn kein Support da ist. Guck mal, Bryden overextended da auch wieder. Er hat Earthquake geforced. Earthquake wäre eigentlich Grund genug gewesen, einfach wieder zu retreat. Die Zitadelle des blauen Teams wird angegriffen. Ich glaube, wird das nicht nochmal rein donated? Die Gast war auch nicht gut. Hätte er eigentlich runter ins Keep gasten können. Von oben rein. Also er. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja. So, wenn er jetzt so steht und er kommt von oben und gastet euch in das gegnerische Keep, habt ihr schon ein bisschen mehr Probleme, weil ihr immerhin von Keep und Core gedamaged werdet. Das ist jetzt zwar nicht auch das Beste, aber wenn dann Wing noch ein bisschen Spaß macht, der Silence war nicht schlecht, aber es ist halt kein Tank da. Wieder guter Blink vom Thrall. Aber Mustang dürft ihr definitiv nicht auf den Range Carry stellen, da könnt ihr mich gleich hinstellen, ich spiel besser. Jetzt nichts gegen ihn, aber es sieht nicht so pralle aus. Was war denn seine Rolle, die er zuerst eingetragen hat? Mini SS. Das ist halt das. Ah. Ja, das ist halt das. Und wie er spielt, ja halt hart engaged mit 3 Mini SS. Mit 2 Tanks und einem Mini SS geht halt auch, aber dann müsst ihr halt irgendwas Sickes spielen.
Also ich würde dann halt immer schauen, Arthas. Würde fast Arthas, Tyrael und noch was dazu. Ist glaube ich nicht mal eine schlechte Kombo. Arthas, Tyrael, Sonja oder so was. Und halt einen Range Carry, der gut poken kann. Oh. Haben wir jetzt den Hook verpasst von Freaky? Nee. Die Wall. Matt muss da uns. Ich glaube, er wird aber nochmal gehookt an dieser Stelle. Nicht? Durch irgendeine Mauer wird Freaky nochmal gehookt. Guck mal, sowas ist jetzt halt auch unlucky. Ihr fightet wieder. Sonja ist top. Dabei muss die Falster top sein. Und so Zeug. Das ist halt. Mit einem Global, der Global muss ich halt immer zum Defenden absplitten. Und ihr müsst definitiv lernen, Spells zu dodgen. Also, du musst zwar als Bruiser theoretisch immer die Spells für die anderen abfangen, aber ich sehe es halt zum Beispiel bei mir immer, dass ich die Spells dodge und meine Backline nicht. Ich frag mich dann immer, ob ich oder er schuld ist. Weil eigentlich wenn du es als Melee dodgen kannst, sollte er es als Range bitte auch dodgen können. Guck mal, die Valar. Die Valar stehen. Freaky stand auch zu offensiv. Gast war nicht schlecht, das Ancestral war gut. Aber es wirkt alles komplett unkoordiniert und ein bisschen zusammengewürfelt. Also da kommt einfach kein Fokus-Damage. Sieht ungefähr aus wie wenn ich mit Crack spiele. Ja, keine Ahnung, ist so. Ding. Aber auch mal. Sorry. Wollen wir das andere auch noch schauen? Nein, das wäre ja zu fies. Willst du jetzt noch Raggi machen oder DHK? Raggi. Bitte. Schauen wir erst Replay zu Raggi oder nicht? Gerne. Hero League Sky Temple one day ago. Wenn du dein krasses Replay wiederfindest? Ja, da ist es. Nee, das ist 1.08 Uhr. Was? Doch, das ist es. Red King of Cassia, aber die Uhrzeit stimmt nicht. Hab's. Du hast nicht mal so gut gespielt. Ah, du siehst das grobe Movement. Dann kann ich dir es gleich besser zeigen. Was dir auffallen wird, dass ich zum Beispiel meinen Trade fast auf Cooldown nutze, während das kaum andere Ragnaros-Spieler machen. Ich trigger da einfach. Die nutzen das Ding, als wäre es hier so hochheilige Gehabe oder irgendwas. Richtig Rarity Level over 9k. Ja, das ist ohne Scheiß, das ist der größte Fehler, den du als Ragnaros machen kannst. Dass du einfach deinen Trade nicht nutzt. Könnt ihr... Ah, scheiße, ich hätte es als Streuer dazuhauen müssen. So, willst du mitschauen? Nö. Das war das lustige Asmodan-Game. So. Ja, nee. Könnt ihr jetzt ihr zwei... Also unser Team ist eigentlich richtig harter Creep. Wobei das Gegnerteam halt auch, richtig harter Creep war. Solo-Frontline-Varian. Ich hatte Angst vor Solo-Frontline-Varian, wäre auf Taunt gegangen, weil die haben 4 Backliner. Wäre eigentlich mein Tod gewesen mit Ragnaros. Ragnaros ist nur dann stark bei einer guten Frontline vom Gegner. Ist ja nicht vorhanden. Aber ich hatte eigentlich keinen Bock, Arthas into Tychus und den ganzen Spaß zu picken. Macht euch bereit. Man kann auch mal gleich schauen. Oh nee, scheiße, ich droppe. Huh? Ja, ich dachte, ich droppe eben. Guck mal, siehst du jetzt auch eigentlich schon, ich stehe relativ defensiv. Versuch nur über die Flanke jetzt zu kommen. Hab mal einen Bolt reingeworfen hier. Falls hat committed hart rein. Ich wollte da eigentlich nicht mal mehr fighten, weil es hier eine Engstelle, ne? Ist richtig scheiße eigentlich für uns. Jetzt wusste ich nicht, wie sich unsere Boys auf der Lane aufteilen. Da Asmodan runtergegangen ist, habe ich mir mal die Top-Lane gecatcht. Ich wurde kurz ein Q gemacht, direkt rausgegangen, das Q von Falster noch gedodged. Ist
stacken werde ich hier nicht gut, weil ich nicht so viel Free Damage gegen Falstad nehmen wollte. Sind wir ungefähr equal getradet. Hier hätte ich eigentlich Brunnen nehmen müssen. Mach ich nicht. Mach ich? Mach ich. War ein guter Brunnen, war gute Entscheidung. Wir haben eine Minute erst gespielt. Objective ist ein guter Minute ab. Ich habe ihn da nicht gesehen, aber ja, ich glaube, jetzt traden wir wieder equal, weil ich auf ihn gehe. Ja, das war gut. Jetzt ein Q auf die Wave. Schade. Hätte sein können, dass ich ihn damit treffe, wenn ich den oberen Minion nehme. Er dodgt wieder mein W nicht. Siehst schon, ich poke eigentlich relativ viel nur mit dem W. Hab einen Danger Ping bekommen, wusste ich aber eigentlich, dass da was kommt. Das Q hätte ich voraussehen müssen. Hab ich nicht. Geh trotzdem in den Trade ein mit dem D, mit dem W wieder. Das war jetzt gut von Johanna. Da hätte ich anders laufen müssen. Kriegen den, glaube ich, aber trotzdem. Ja, kriegen wir. Stirbt. Dann war ich mir nicht sicher, ob er stirbt oder nicht. Ich spiele gerade mit einer Rüstung. Okay. Ah, nee, ich werde gerade angewispert, deswegen. Da wäre es jetzt auch klüger gewesen, ich nehme die Wave. Und nicht Gul'dan. Aber ja, war halt so. Habe ich mich auch einfach dazu entschieden. Ja, die halt jetzt zu nehmen, weil ich dachte mir so, ah, okay, wir soaken Mitte, wir soaken oben und wir soaken Bot. Das heißt, wir soaken drei Lanes. Gegner soakt nur, mit soaken sie nicht. Und wir kriegen Top Tempel noch. Ich wusste aber auch, dass ich hier nicht komplett hart auf den Tempel committen konnte alleine. Fand es auch gut, dass unser Gul'dan wieder gekommen ist, weil ich ultra hilf. Gegner vermisst immer noch den Midwave Soak, das ist ultra gut für uns. Wir sind auch, ja, die haben uns nachgezogen, haben die Minions gecatcht. Jetzt versuchen wir da wieder Falls dazu gehen. Wird eigentlich erst interessant, die späteren Teamfights. Wow, die Skew war wieder nicht gut. Hätte ich besser machen müssen. Jetzt müsste ich auch porten. Yep. Oh. Jetzt porte ich aber bitte. Ja. Ja, ich wollte da, glaube ich, fertig stacken, weil der Gul'dan mir ziemlich viel Stacks geklaut hat. Dürfte jetzt in die Mitte gehen und sogar meinen Trade nutzen. Oder gehe ich runter? Ah ne, ich gehe runter. Unten ansaugt. Asmodan hat keine Anstalten gemacht, dass er runtergeht. Das ist ziemlich PvE-Game, was wir hier gerade spielen. Hätte ich auch besser machen können. Aber immerhin sind alle Lanes gesaugt. War ziemlich konservativ gespielt. War ich mir auch wieder nicht sicher, das W war auch schlecht eigentlich. Muss ich mehr Minions mittreffen. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst, dass ich gegankt werde. Hier micro ich jetzt ein bisschen. Hätte ich aber auch wieder drei Minions holen können, auch wieder schlecht gespielt. Bisschen Damage auf die Tower gemacht. Es wird eigentlich erst mit Raggi interessant, wenn du halt, keine Ahnung, in den Teamfights reinkommitten kannst. Ich spiele wieder sehr passiv. Ich will eigentlich gar nichts groß risken. Ich bin knapp über der 50% Linie. Es geht also noch. Ist jetzt auch gut, dass wir letztlich die Lanes getauscht hatten mit Gul'dan und Gul'dan und ich. Tower unten sind auch leer, passt alles. Mitte brawlen sie ein bisschen. Mir war der Soak aber wichtiger. Bin jetzt auch wieder, guck mal, wenn du siehst, zeig mich nicht auf der Lane, merk, die Lane ist wieder da. Vier sind Mitte. Einer ist oben. Ich gehe wieder offensiver raus, stehe aber sonst immer im unteren Busch, dass wenn jemand kommt von oben, dass ich direkt nach hinten weg kann. Den Tower mitgenommen. Jetzt wusste ich eigentlich, die müssen gleich kommen. Johanna ist jetzt auch tot. Der Gank. War aber leider nichts. Habe ich nochmal einen Q gemacht, um mich zu heilen. Da zögere ich jetzt leider ein bisschen mit meinem Trade. Beziehungsweise mein Team nutzt den nicht aus. Ich gehe jetzt auf den Trade. Versuche den Gegner rauszuzonen direkt. Das Team nutzt es aber leider gar nicht. Guck mal, Gul'dan ist da leider. Wenn Gul'dan da wäre, wäre es halt ultra gut gewesen. So kriegen wir die halt alle ein bisschen low, aber machen nicht viel. Wir gewinnen den Fight jetzt aber letztlich noch. Wir poken die Gegner jetzt die ganze Zeit. Ist auch nicht schlecht gespielt von der Johanna.
Da bin ich ein bisschen raus, einfach damit mein Team so ein bisschen mal die Peilung bekommt. Wir können da nicht fighten ohne Support. Ich Q wieder rein auf den Fallstart, geh wieder raus. Ich habe einfach kein großes Zeitfenster, um jetzt hier Schaden zu machen. Das ist 4 gegen 5. Fallstart portet jetzt oben. Jetzt ist unser Heiler da. Wir können reingehen. War ein guter Globe. Gegner wird wieder low gepokt. Du siehst, ich mache immer meinen Q, geh wieder raus, geh wieder rein, geh wieder raus, geh wieder rein. Jetzt soaken wir einfach nur. Falster will jetzt flanken. Ich stelle mich in den Bodyblock, damit Falster nicht gescheit durchkommt. Boah, das war lucky, dass Asmo dann da überlebt. Skill 10. Kill Falster. Jetzt wipen wir das Team. Eigentlich total unverdient und lucky, aber wir haben halt 10 gehittet, Gegner nicht. Das war auch nice. Wenn er da den Tychus geholt hätte. Ich bin diesmal, mache ich jetzt glaube ich endlich mal meine Quest fertig. Wie weit bin ich dann? Viel zu weit hinten. 20 erst bei Minute 6. Nicht ultra schlecht. Jetzt habe ich glaube ich 25 oder so. Auch ein gutes Camp jetzt von meinem Team. Halt wieder den Sog aufrecht. Meine Qs sind in diesem Game einfach nicht gut. Brightwing, guter Port. Ultra guter 4 von Gul'dan. Follow-up Damage auf den Tychus. Ich gebe ihm Speed. Was? Wir hatten die Creef-Ulti? Hatten wir die Invasion? Mann, die wir haben das. Gul'dan hat da overextended und das Dings den Busch face-checked. War nicht gut. Da war er zu greedy. Schreibt es glaube ich auch gleich Brightwing. Die Globe war. Mann, irgendwann. Erledigt er mal richtig die Leute. Ah, Brightwing war's. Ich habe die Zeit genutzt, um meine Quest weiterzumachen. Das ist wieder. Keine Ahnung. Die Granate dachte ich, dass gleich wieder Gegner kommen. Bin ein bisschen raus. Bin zur Top-Lane. Top-Lane war unsoaked, aber ich glaube, die wollten jetzt unten fighten. Ich war mir nicht sicher. Quest fertig endlich. Jetzt ping ich Falstad zum Gank. Das ist jetzt ein schöner Fight, Gegner kommt. Ich scoute von oben. Eigentlich nicht mal eine gute Position von uns. Ich stelle mich da wieder in den kurzen Bild. Jetzt wird wieder unser Gul'dan engaged. Steht eigentlich schlecht. Ich bin einfach mal greedy und gehe von hinten auf den Trade. Jetzt geht's halt rum. Full Fokus auf Moral ist, dass die Gegner keinen Heal kriegen. Jetzt donated, glaube ich, durch W von mir hat Asmo dann das Vision. Dann kommt die Globe. Bam! Ich habe den Trade jetzt aber da relativ frei nutzen können, weil die Gegner komplett auf unseren Gul'dan gecreedet haben und hat man eigentlich gut gesehen. Jetzt will Brightwing, glaube ich, Boss machen. Habe ich ihn aber davon abgehalten. Okay, hätte ich gesehen, dass dass Falstad hochgeflogen ist, hätten wir den machen können. Dass er jetzt sagt, wir sollen hochgehen, ist richtig gut von ihm. Falstad müssen wir da nicht holen. Ah, holt er jetzt auch. Wieder ultra gut vom Asmodan. Hier, der Red King war sogar mein Master. Keck. Ich zone jetzt für den Gul'dan. Dachte mir eigentlich, dass der Red King halt jetzt so reingeht. So ein schlimmes Unity. Das war jetzt eigentlich my bad. Da kill ich jetzt den Gul'dan. Hätte ich früher rausgemusst. War aber gut vom Dings wieder. Mit der Ulti den Kill gleich secure und nicht, dass der Gegner irgendwie favored kommt. Würden wir sogar noch den Fight. Ich gehe wieder raus, warte bis wieder mein Q ready ist. Wieder Q, wieder Q. Wir disengagen kurz, haben alle nicht das größte Leben. Willst ja eh mit Asmo dann eher den Pokefight spielen. Gelingt uns hier eigentlich auch verdammt gut, muss man sagen. Gegner engaged nicht mal, war zwar in Unterzahl, hatten aber zwei Ultis genutzt und noch, ja, keine Ahnung. Mit Morales, wir waren alle halb HP, da wäre locker was gegangen.
glaube, wir trappen jetzt wieder irgendwo. Ja, genau, wir trappen Hardcamp. War auch wieder gleich. Nutze ich, glaube ich, wieder. Trade eigentlich gut. Die Ultis sind hier nicht so on point. Ich bin jetzt. Ich bin einfach wieder greedy, gehe auf den Dings. Keine Ahnung, hab ich einfach keinen Bock drauf. Ich hatte da einfach irgendwie so. Ich dachte, ja. Da hätte ich jetzt für vorher queuen müssen, dass er überlebt. Das wäre eigentlich nur mein Dings. Kill ich einen Tykes, glaube ich. Ne, der kommt raus. Ah ne, der kriegt wieder einen Glaub in die Fresse. Ah ne, er überlebt, schade. Ja, falls er denkt sich hier irgendwie, er macht coole Camps oder so. Richtig unnötig. Push von Asmodan top ist gut. Es muss halt nur einer unten defenden. Boss. Ja, da wollten sie jetzt unbedingt Boss machen. Gegner hatte aber Gast ab. Fand auch gut, dass sie es gleich eingesehen haben, dass Boss jetzt keine gute Idee ist. Gegner wären komplett wieder ab gewesen. Wenn da einer reingekommen wäre, wäre es jetzt nie so pralle gewesen. Asmodan schickt jetzt Topcamp, haben wir wieder Pressure drauf, ist eigentlich gut. Wir machen unten die Wave wieder fertig. Jetzt kommt eine Flanke. Mir war es eigentlich. Ich ping jetzt dem Gul'dan, dass es da gefährlich ist. Er wollte da hinlaufen. Hätte böse enden können. Und dann sag mir mal einer, die Leute hören nicht auf Pings. Wir wählen den sicheren Weg über die Mitte. War eigentlich gut gemacht vom Gul'dan, auch dass er da auf mich hört. Jetzt mache ich das, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich flanke mit Ragnaros. Da hätte ich hinten. Ja, wenn ich da eben meine Ulti auf die Backline setze. RIP! So war sie einfach schlecht. Wollte einfach den einen Kill securen. Ich dachte, der Falz dann eh raus. Falls du nicht tot hier. Falls dann hätte da raus gehen können. Jetzt haben wir uns doch dazu entschlossen, Boss zu machen. Haben wir? Nee, wieder nicht. Ja, 4 gegen 5 haben wir halt echt auch. Ja, ist eigentlich gut, dass wir da nicht Boss gemacht haben. Gegner hittet gleich 16. Wenn die vorher 16 hitten und uns dann beim Tempel, beim Boss engagen wieder, falls dort ist ja direkt ab. Das ist jetzt ein Fight. Wenn da Tank da gewesen wäre, machen wir viel mehr. Stirbt er? Bin mir nicht mehr sicher. Das ist ein Scheiß-Game. Holy shit. Face-Check nicht, sondern eher links. Ich gehe wieder auf den Chor. Das ist halt auch ultra schlecht vom Gegnerteam, muss man schon so sagen. Hier war ultra schön. Jetzt kommt wieder eine Fail-Ulti. Damage vom Trade regelt aber einfach. Was, wir sind mit diesem HP-Level Boss machen gegangen? Erschreckend. Erschreckend. Ja, ist so. Gegner hatte da nicht mal Bock irgendwas zu machen. Johanna hatte auch ihr D raus. Hätte richtig böse sein können. Das ist wieder so ein Call, wo du eigentlich das Game spawnen kannst. Ah ne, sie hat instant ihr Trade gezogen, während wir drauf sind. Das ist gut. Geht's wieder die aggressive Weg. Johanna hätte eher von vorne kommen können, wäre besser gewesen. Ich warte jetzt einfach, was der Gegner macht. Hab ja die Vision mit der Minion Wave. Ich sehe direkt wieder, was sie machen da. Der Asmodan Poke war halt wieder ultra gut. Also keine Ahnung. Er denied den Gegner halt dann immer instant. 3 Leuten irgendwie 1000 HP oder so. Muss man schon sagen, dass das der Poi richtig gut gemacht hat. Wir machen wieder eher Poke Damage. Ich spiele da echt auch sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Komm nicht ran wegen Varian's Low. Cassia wird reingeführt. Die Ulti war jetzt gut. Hatte noch Trade-CD, da hätte ich echt ein bisschen aggressiver spielen können. Aber ich kann die auch nicht reachen, ist noch so ein Problem.
Ah ne, ich bin da schon ein bisschen zu passiv. Ja, es ist eigentlich schon GG. Falls das Gaste nochmal, aber ja. Kein Grund. Ich gehe auch nochmal Korn. Asmodan war dann MVP. 60k Damage. Richtiger Boy. Ja, was man eigentlich aber gut sieht, wir haben dem Gegner eigentlich nicht mal die Chance gelassen, irgendwie auf ein Comeback. MVP. War auch gut. Von der Aufteilung letztlich. Ja, ich hab geskippt. So kann ich das Replay nicht lieben. Keine Ahnung, wie gesagt, ich hatte gerade so ein schlechtes Game. So. Hast du gewonnen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Hast du gewonnen? Ja. Aber einfach vom Overall Gameplay von beiden Teams. War es richtig schlecht? Richtig. Super schlecht. Das war so ein Alter, Game of War Junction. Ich bin irgendwann mal von der Lane runter, um einfach mit beim Team zu bleiben, weil du die nicht allein lassen konntest. Die so schlecht waren. Dust Cavern. Create Game. So ein Game, wo Illidan stirbt vom Gegner. Du die restlichen vier vom gegnerischen Team alleine mit Adas tankst und den Rega fast tot hast. Und dein Team kommt einfach nicht nach. Sie ziehen sich erstmal zurück. Ich kam mir ein bisschen verarscht vor. Nice. Jetzt funktioniert das Discord-Oberleben. Nur mit Bots. Aber das wirklich Interessante war, nachdem ich sie allesamt beleidigt und beschimpft habe, danach. Habe instant Botkip in you, sind auf Toplane gegangen, haben den Boss gemacht und damit gefinished. Ist doch nice. Ich glaube, du musst die einfach mal richtig beleidigen. Zuerst habe ich sie auf Englisch geflamed und meint einer, hey, es bringt doch nichts hier zu flamen, dann meint, es bringt auch nichts ein Hurensohn zu sein, danach hat niemand mehr was geschrieben. Es bringt auch nichts ein Hurensohn zu sein. Darf ich Observer? Danach hat oder so. Niemand mehr was geschrieben und das Spiel war schnell vorbei. Manchmal funktioniert das. Ist mich auch bereit. Yep. Das waren doch so richtig königliche Gegner, die haben dann mit Level 19 gegen 20, 4 gegen 5 am Boss weit gewonnen. Die Frage ist jetzt gerade, ob das klug war, dass wir hier reingehen, oder ob wir nicht besser in den Dings gegangen wären, in die Sandbox. Ich glaube, Sandbox über. Lass mal gucken. Was wollt ihr denn machen? Ragnaros Gameplay zeigen, aber wenn ich keine Tool Cooldowns machen kann, also Cooldown resetten, kannst du ja nicht die Ultis setzen. Ja. Das heißt, ohne 80 Sekunden, jedes Mal 80 Sekunden zu warten und questen kann ich dir halt auch nicht zeigen. Lass mal auf die andere. Unlucky. Ich werde dich irgendwann in nächster Zeit eh in der Sandbox brauchen. Für mein CC-Guard, ich muss Interaktionen austesten von Stasis-Effekten auf diverse Skills. Hilfst du heute Abend eigentlich, Craig? Moment. Ich werde von Smaragd immer gemobbt, Alter. Heute war einer im Stream, der hieß der Gärtner. Wurde ich gefragt, ob jetzt ich das bin. Ich musste erstmal Licht anmachen. Ob ich ihm helfe? Ja. Mal schauen. Ich hol mir gleich erstmal einen Döner, Alter. Ach, ich hol mir glaube ich sogar einen großen, Alter. Ich bestell mir glaube ich später ein leckeres Nudelzeug. Hab heute richtig Bock auf Nudelzeug. Nee, ich hab richtig Bock auf Döner. Hatte ich gestern. At AI. War nicht so geil, wie der selber gemacht hat. Mega! Direkt runterschneiden. Oh.
Wer sind eigentlich diese Leute, die hier in der Padawan-Gruppe abhängen, nach Quick-Match-Leuten suchen und denen Customs dabei sind wie MTV? Also generell, wenn ich so Padawan-Gruppe aufmache, ja, wer ist Aguilar, wer ist Bliss, wer ist Chili, wer ist Katz, wer ist... Warte, komm, ich will auch mit... Ich will auch mal schauen. Grinsefalke, Karotte, Kiddix, Martin Luther, doch den Kettchen Blist, Chi kenne ich zum Beispiel. Der My Bad Grey? Ja, My Bad Grey kenne ich auch. Riduri? Quietstorm. Sampakuya? Shoku? Shoku doch. Shoku Sir Horst kennt man auch irgendwo her. Wer ist Smaragd? Spider. Spider. Wie heißt der? Spiker. Spider. Das ist ein Klon von Spider, oder? Spider 231, wer ist das? Tilor? What? Wer sind diese Leute? Dein Best Friend ist gerade online gekommen, Alter. Multipass. Ich weiß. Ich habe ihn ja auf der Friendlist. Ich auch. Ich musste ihn adden nach dem einen Black Hat Bay Game, das er mit uns gespielt hatte. Und er so ultra-dicht war, Alter. Er war ja so ultra-dicht, das habe ich noch nie gesehen. Wir pingen uns die AI gleich auf eine Lane. Dann können wir Teamfights simulieren. Aber wir können jetzt anfangs... Ich kann hier nicht die Quest instant completen. Doch, kannst du. Echt? Du machst einfach Damage-Output auf 200%. Special Wave-Effekt. Set Damage Deal 300%. Okay, stimmt. Und du kannst auch Damage Taken auf 0 machen, dann kannst du theoretisch auch mit anderen Leuten spielen und auf die einfach Teamfights simulieren. Weil sie ja nicht sterben, da geht's ja nur ums zeigen, wie man's macht. Ups. Tomb of the Spider Queen. 10 Sekunden. Irgendwie schreit es nach Asmodan. Oh, wir können auch die Teamlevel hochsetzen, nice. 4, 3, 2, 10. 1, ein Talent. Ups. Das scheint mir doch etwas übertrieben. Lass den Kampf beginnen. Kannst mir einfach nachskillen. Keine Ahnung, geh einfach mal. Ja, geh mal auf die Fireward. Auf den Catching Fire ist aber nicht immer das Beste. Catching Fire ist 4er Talent. Ja, genau. Warte mal, können wir die Waves one-shotten? Ja, ist das lustig. Rotier einfach mal die Waves durch, dass wir... Ne, wir warten einfach eine Wave ab. Scheiße. Hast du keine Helden? Doch, ich hab die aber alle an mich rangepinkt. Ah, das ist unlucky. Das hätte ich auch machen sollen. Echt? Oh, jetzt kommst du mit ein... Alter. Kommt sie mit ganzen Zergschwarm, Alter. Ja, macht sie hier nicht klar. Ist das lustig. Ist das lustig, hier gar nichts passiert. Nein, jetzt müssen wir halt unluckigerweise auf die Mini-Wave warten. Kannst du einfach versuchen, die Mini-Wave zu clearen mit deinem Q? Ich zeig's dir noch richtig, wie es geht. Alter, du one-shottest dir einfach alles. Wenn du auf 300% stellst. Bei wie viel Stacks bist du? 4. Okay. Ich clear mal top die Wave. Kann man das beim Gegner mittlerweile sehen, ja, ne? Über top. Ja, 17-4. Ich bin das bei 22. Ja, das war IG. Ah, nice. Hasselboop ist auch noch im Stream. Ah, fuck, wir sind ja on Stream. Oh Gott. Was? Also ich bin jetzt gleich mit meiner Quest. Oh, nice. Oh, weh, das war es gerade kein bei mir. Halt. Was? Nein. Meine Quest ist jetzt fertig. Ich reset gleich die Structures. Wie weit bist du mit der Quest? 12. Was? 12, ich bin nicht so schnell. Ja, das sind doch, keine Ahnung, einfach reinqueuen. Dann zeige ich dir noch, wie es richtig geht. Nur, dass wir sie vorab richtig haben. Nimm,
welchem Stream sind wir denn? Kirika, oder? Ja. Achso, du streamst, Kiri. Hast du keine Nachricht bekommen, oder was? Nö. Erstmal richtig den Trade angemacht und Feuer regnen lassen. Erstmal Xaur gefolgt. Wie heißt dein Twitch-Stream? Kannst du sehen im Discord, bist du das stehen oder? Wo? Bei meinem Namen. Müsste stehen, dass ich streame. Ich müsste ein lila Bubble haben. Ich hab dir mal einen Link geschickt. Ja, du hast. Wie weit bist du? Oh. Wie weit bist du? Ich bin fertig. Nice! Okay, wir resetten mal. Reset Structures? Reset. Jetzt sollten Minions kommen. Treffen wir uns in der Mitte? Yep. Okay. Der Ersatzbett steht auf Kiri. Das habe ich hier nur alles verpackt. Wo sind die Boys? Ja, wir lassen den Damage Deal mal einfach so. Ping mal die Bots, glaube ich, von dir weg. Haben die da ein richtiges Verhalten im Fight? Ja, die fighten dann so richtig, nice. Passiert ja jetzt nichts. Generelles Movement von Ragnaros wäre einfach so, bam, du Q'st zwei, gehst halt wieder raus. Ist wieder den Cooldown ready, kannst halt wieder zum Beispiel jetzt Stitches Q. Das ist halt immer so, keine Ahnung, immer die Frontline zu Q'en. Ansonsten hast du halt noch deinen Poke für die Backline. Kannst eigentlich so reinknallen. Halt immer versuchen, zwei Targets. Ist jetzt unlucky, dass ich halt nur eine Frontline hab. Aber theoretisch könntest du dich jetzt so vor Gul'dan positionieren. Wichtig ist halt, dass du einfach direkt nach dem Q versuchst wieder rauszukommen, weil du halt nicht, du hast nicht mehr den Sustain, dass du letztlich so viel Schaden machen kannst, dass du dich gegenhealst. Früher ging das. Also früher ging das ungefähr so, ich konnte so stehen und konnte die ganze Zeit Q spammen und bin nicht gestorben. Das war Ragnaros ungefähr. Klingt jetzt cool, lustig, war auch so. Gerade mit dem 13er Heal-Talent. Ansonsten, du wirst merken, du hast mit Ragnaros immer das Problem, dass du keinen richtigen Engage hast. Also du hast nur dein E. Und mit deinem E, wenn du so versuchst zu engagen, hast du nicht so viele Value. Wichtig ist halt bei Raki einfach nur, keine Ahnung, wie die Ulti fliegt. Du kannst auch mal deine Ulti einfach werfen, damit du ungefähr den Delay merkst. Resette ihn dir. Hast wieder ready. Ansonsten ist halt noch wichtig, hast schon mal den Trade genutzt, ansonsten nutzt du ihn mal. Warte, ich push euch mal ein. Dadurch wird sich mein Team auf euer vorbewegen. Warte, ich committe jetzt einfach full rein, dann kannst du den Trade nutzen. Q ist ein Stun. Theoretisch könntest du jetzt... genau. W ist ein Slow und E ein Delayter AOE Damage. Und keine Ahnung, musst halt versuchen, alles so auf Cooldown zu halten. Wenn du hast direkt wieder den Trade ready, nutz ihn nochmal. Nee. Jetzt? Ja. Guck mal, jetzt stehen alle da im Q. Alle Q. Und du kannst zum Beispiel jetzt so eine Combo machen. Du machst vorher E, wenn wir jetzt alle so da stehen. Dann W, dann Q, E, W, Q und dann eine R drauf. Ich resette dir gleich nochmal die Cooldowns. Und wenn du rauskommst, machst du es nochmal. Muss nochmal resetten. Ja. Gut. So, warte, rufen sie alle wieder rein. So, jetzt stehen wir wieder relativ dumm drin. Genau, jetzt Q, E und noch... Ja, der Q war zu spät. Aber ja, so würde es ungefähr aussehen. Das sah schon besser aus. Versuchst halt Q. Was? Jetzt wäre ein DPS-Meter schön. Erstens, ich kann halt leider nicht den Damage Taken rausnehmen, weil sonst können wir das, wenn du es nochmal üben willst, ich resette dir nochmal die Cooldowns. Ich kann die auch ungefähr, du hast ja vorhin bei mir im Game gesehen, wie ich es ungefähr mache. Also wenn halt Leute so chasen, wie ich jetzt wegrenne, kannst du halt auch so ein W reinwerfen. Wichtig ist halt, dass du das E vorher machst oder dass du das Q und das E gleichzeitig machst. Ja, lass mal gleich dein Fort zerstören, dann nehme ich mal kurz. Warte, geht ja so easy.
Euer Fort wurde zerstört. Schau, ging alles ein bisschen schneller von der Hand. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Gul'dan will wegrennen, werfe ich direkt noch ein E hinterher. Ich habe mal ein Q. Ich muss das W halt immer so werfen, wie es in die Fluchtrange der Gegner steht. Warte, ich ping mir mal hier die Lady Boys. Ach was, komm. Wir machen einfach den totalen Grief. Reset Structures. Jetzt kannst du wieder drauf. Musst du nochmal resetten. Nein, Boys! Wir wollen doch fighten! Ich will nur euch treffen. Aber versuch mal dein Q und dein R zu kombinieren, falls du diese Chance hast. Mal resettet. Jetzt! Und wieder kein Q und R. Ich hab gedrückt, da hat's nicht genommen. Ja, ja, ja. Guck mal, wir stehen hier so auf der Stelle. E, W, Q, R. E, W, Q, R. Immer noch nicht. E, W, Q, R. Ja! Aber dann hat immer noch das E unter uns gefehlt. Hä? Das habe ich doch gecastet. Nein, war nicht drunter. E, W, Q, R. Ja. W kannst du auch weglassen, falls du es zu langsam ist. Meine Boys wollen. Ja, keine Ahnung. Vor allem mal besser von der Combo her. Und ansonsten musst du halt ungefähr ein bisschen über das Sustain-Level Bescheid wissen, aber dafür müssten wir theoretisch jetzt in den anderen Modus, weil du es da besser üben kannst. Aber warte. Ich lasse gleich mal die Bots frei. Ich resette Talents. Lass die Bots frei. Lass die Bots frei. Ach, geh einfach mal raus. Ich resette die Structures. Setze beide Team-Level zurück. Damage dealt und Damage taken setze ich auch zurück. Wir treffen uns dann gleich auf einer Botlane, dann sage ich dir noch ein bisschen was zum Laning-Verhalten. Hast du aber eigentlich in meinem Game vorhin nicht schlecht gesehen? Wie ich immer vom Positioning her mich gemoved habe. Problem und Schwachstelle bei Ragnaros ist ja eigentlich klar. Er ist sehr anfällig. Nee, wir gehen auf die Botlane. Sorry. Ja, Problem bei Ragnaros, er ist sehr unmobil und hat halt letztlich nur sein starkes Q und ein bisschen Poke mit dem W und sein E, aber das, was ihn letztlich ausmacht, ist halt sein Follow-up auf irgendwelche Stunts mit dem R, wenn es sitzt, oder halt eben sein Trade, um Objectives zu defenden. Hier kannst du so, keine Ahnung, dann verhältst du dich ähnlich wie im Fight. Einmal reinqueuen. Och, was sollen die Boys? Was wollen die Boys jetzt hier? Das ist jetzt unfair. Wir müssen die Lane wechseln, wenn die da hingehen. Lass mal hochgehen. Ach, dumme Bots. Darf ich kurz was fragen? Ja. Test, hört ihr mich? Hallo. Ja. Hallo. Okay, danke. Danke. Reicht schon. Tschüss. Das Vierer-Talent, was du auch in dem anderen Replay genommen hattest. Mhm. Da war es ja ganz am Anfang, war es relativ lange gegen Falstad auf der Lane. Und ich hätte dann den Meteor genommen, wegen Splash Firewall. Ja. Ja, aber ich dachte wegen Cassia, die hat noch Cassia und noch einen Auto-Attacker. Genau, richtig, ja. Ja, genau, wegen den beiden habe ich halt das andere genommen. Ach so, okay. Also es war halt eher für die Teamfights. Sie ist W immer in die, so rückgezogen. Ja, wobei Cassia macht schon viel Style-Damage, also. Echt? Ja, ich war mir da nicht sicher, es war das erste Ding.
nach dem Patch. Keine Ahnung, also da kann man halt adjusten. Wichtig ist jetzt erstmal hier. Warte, wir lassen mal eine Wave laufen, du stellst dich einfach nur beiseite. Hey. Guck mal, Wave läuft jetzt auf mich zu, du willst aber W so zurück eigentlich, in die Laufrichtung, das war nicht gut. Dann Qst du rein, gehst raus. E lässt du eigentlich weg zum Wave clearen, einfach weil es dein Movement Dwell ist. Wenn du Q wieder ready hast, gehst du rein, questest weiter. Kannst jetzt einfach mal so... Ja, nee, du hast dein Q zu früh aktiviert. Hä, hey, ich hab's gar nicht... Ich hab's jetzt gerade erst aktiviert. Nutze mal vorher dein W, bevor du die Minion Wave clearst, dass du sie so auf halbe HP kriegst. Jetzt läuft sie gleich wieder geradeaus auf dich zu. Jetzt kannst du's mal tryen. Vielleicht sollte ich's nochmal richtig zeigen. Andere Richtung. Zu mir her. Also du willst den Meteor zu dir herziehen, weil die Minions dann mehr Schaden nehmen. Gut ist halt natürlich immer, wenn du bei deinem Q auch noch den Hero triffst. Sonst, wenn du jetzt so drei Low-Minions hast wie ich, kannst du sie halt vor der Wave blocken und nochmal die drei Quest-Stacks einsacken. Zeig's dir nochmal. Wave kommt zu mir hin. Das waren jetzt drei Stacks und der hinteren, den kriege ich auch noch. Jetzt könnte ich theoretisch den vorderen noch micron. Mache ich jetzt auch. Krieg nochmal zwei. Hätte ich zwei kriegen sollen, hätte ich richtig gemicrot. Du hast jetzt nochmal vier bekommen. Wichtig ist halt, dass du, also du siehst schon dieses Verhalten, du drehst dich eigentlich so ein bisschen im Kreis, läufst hin und her, willst nicht zu aggressiv spielen. Anfangs willst du einfach nur deine Stacks kriegen. Alles andere ist dir als Ragnaros eigentlich egal. Du kannst dich dann auch ein bisschen einpushen lassen. Hast ja letztlich einfach genug Wave Clear. Und dann ist easy. Kannst auch immer wieder vorne einen Minion stehen lassen, der dann ein bisschen mehr AP hat. Einfach nur um den Rest hinten zu queuen. Deine Priorität im Q liegt auch auf den vier hinteren Minions und nicht auf den drei vorderen. Also vier Minions pro Wave sind safe. Dann brauchst du circa sieben Waves, weil du ab und an auch mal einen mehr kriegst oder so. Dann hast du es so bei Minute, keine Ahnung. Ja, man sollte halt schon schauen, dass man alle Minions trifft. Natürlich, wenn man aggressiver auf der Wave sein kann, kann man auch einfach einzelne Minions. Guck mal, wie den da, der jetzt noch steht, den hättest du micron können. Ich hätte jetzt den auch mal micron können. Wobei, das hätte, glaube ich, nicht gereicht. Wäre auch so gestorben. Und ja, sobald halt deine Quest voll ist, ist es eigentlich egal, da kannst du eigentlich alles spammen, was zum Wave-Clean geht, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist. Wichtig ist halt echt, dass du den Meteor immer in diese Richtung wirfst. Genau. Ja, das musst du auch schauen wegen der Range, weil manchmal overextendet er dadurch ein bisschen. Ansonsten finde ich Lane-Verhalten und Fight-Verhalten von Ragnaros ziemlich gleich. Also, du hast halt... immer dieses ein bisschen abwartende Spielen, warten bis es kommt, dann drückst du Q, beziehungsweise vorher W zum Poken. Und wenn du halt engaged wirst, ich würde mich als Ragnaros, nicht wie mit anderen Solo-Lanern, immer ein bisschen passiver positionieren. Hast ja auch eigentlich, glaube ich, im Replay gesehen, ich habe ziemlich passiv gespielt, was jetzt eigentlich nicht so meine Spielweise ist. Aber ich bin mir seit den Nerfs noch nicht so sicher auf Raggi. Deswegen positionierst du dich meistens hier am oberen Busch, würde den unteren avoiden. Hast ja immer dein W auch zum Beispiel zum Busch checken, würde ich auch immer so nutzen. Oder halt in die andere Richtung, wie man will. Du kannst theoretisch auch mit dem, du kannst auch mit dem E-Minions buffen. Die dann das alles low-poken können, wenn du zum Beispiel, stärker eingepusht wirst von einem Gegner oder so. Dein E kannst du natürlich auch auf Mates nutzen, falls diese in Predulia sind. Guck mal hier, Morales, wenn die abmountet jetzt. Diese Leoric ist so schlecht, der trifft. Kannst du ihm auch mal, mit einem Supportive E aus der Klemme helfen oder gerade deinem Tank. Hab ich, glaube ich, in dem Replay, das ich zeigte, auch zwei, dreimal bei Johanna gemacht, die einfach, ja, was ist die Schwäche von Johanna, sie kann nicht richtig engagen, aber wenn ich ihr ein E gebe, hat sie halt nochmal zusätzliche Movement Speed. Bei Ragnaros ist auch wichtig, guck mal, läuft wieder ziemlich aggressiv in den Mini-Wave, obwohl da ultra viel ist von den bösen Gegnern. Jetzt musst du tappen, und was machst du? Du läufst bitte nicht raus. Wartest, bis die Mini-Wave da ist, die Schaden für dich tankt. Hey, ich war gerade am testen, wie weit die Range ist von dem Ding. W. Schau, jetzt genau. Na, ich bin im Replay, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr zurückgemoved. Beziehungsweise die pushen gerade ein bisschen stark. Ich hole mir nur mal die Zagara hin. Gut gemacht.
Da hättest du jetzt auch die 2-3 Minions wieder queuen können. Da hast du definitiv ein CD gehabt. Ich würde zum Beispiel für den Siege-Stein hätte ich jetzt zum Beispiel kein W genutzt, weil du willst das halt vor allem um die Wave letztlich in dieser geraden Linie, in der sie läuft, low zu poken. Eben hast du dein Q zu früh aktiviert. Ich weiß, dass ich selbst das nicht perfekt mache, aber ich sehe es nur, wenn du es machst. Na toll. Ja, keine Ahnung. Siehst du gerade, wie viel Schaden du genommen hast? Natürlich geht das mit dem W auch ein bisschen, gilt es mit dem W auch ein bisschen, die Laufwege zu predicten. Halt, kannst alles mal ein bisschen austesten hier. Guck, so wie dein Laufweg jetzt zum Beispiel. Nein! Sarok hat am meisten Spaß, wenn er mich töten kann. Besonders wenn du Port bist. Ja, danke. Es war aber auch richtig fies. Keine Ahnung, das ist einfach meine Tyrael-Spielweise. Ich muss feeden. Ansonsten, wie gesagt, ist es eigentlich wichtig, dass du deine Quest früh vollkriegst. Der Kill musste nicht sein. Ja, Hesse. Klaro musste der sein. Hallo? Ich bin der Satan, Baby. Steht da? Der Kill musste nicht sein. Hat mir Hesse Bub gewispert. Bei dieser Möglichkeit wäre es jetzt besser gewesen, den Meteor in die Richtung zu hauen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass du gleich fließt, weil wir zu zweit sind, ist es klüger, den Meteor in die andere Richtung zu werfen. Das muss ich auf jeden Fall üben mit dem Ding. Das ist ja, ist ein bisschen Übungssache, aber es gibt halt genauso gut. Warte, ich kann mal runtergehen. Ich in dein Gegnerteam reinstellen, das siehst du jetzt ja gleich. Ich bin ziemlich tanky noch mit Raggi. Also ich kann die jetzt... Oh! Guck, ich krieg jetzt permanent meine Resets auf mein Q. So kann ich auch mal mit Ragnaros flanken. Weiß jetzt nicht, ob du es sehen konntest. Ah, oh, bisschen. Zumindest ein Teil. Das ist halt einfach nur der Hintergrund dann, dass du durch dein Sustain so stark bist. Wichtig ist auch, dass du... ich würde meinen W hier nicht verwenden, um... Guck mal, wieso habe ich jetzt einen Q rausgebracht und du nicht? Cheater. Und wieder eins. Cheater. Der ärgert mich. Sasada verhaut dich jetzt. Ja, der ist auf der aber auch ein Dreier-Kill. Aber du merkst die generelle Spielweise so: Q raus, Q rein, Q raus, Q rein. Oder... Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel nur einen Q getroffen. Also einen mit dem Q. Das merke ich direkt. 2 Sekunden länger Cooldown, direkt gepunished worden. Ah, es ist halt ein reiner Poke halt. Und man muss halt die Ulti richtig setzen. Aber das musst du halt ein bisschen üben. Ja. Also mit 16, warte. Mit 16 kriegst du halt deine Power Spike. Mit dem Giant Surge. Können wir gleich nochmal schauen. Wie viel mehr Schaden das Ding macht? Also damit wirst du halt zum Tankschredderer. Das ist einfach nur wow. Also da kann ich jetzt zum Beispiel auch mit 16 könnte ich jetzt auch, ich mach's einfach, in Zagara und Stitches da reinlaufen. Ich sollte eigentlich das Team fast gewinnen, wenn sie nebeneinander stehen natürlich. So nicht. Die Feuer
Ah, und als Raggi sind halt auch immer Minion Waves zum Hochheilen. Richtig Zucker. Der kann's auch mich hauen. Oder ich hol mir einen Freund her. Ja, oh, Alter. Richtig die Flanke. Ich gerade wieder schönes Asmodan-Game gehabt. Leider zu wenig Stacks bauen können. Da war dein Team schneller. Ja, das war wirklich gerade mein Problem. Spiel mal Asmodan, wenn du alle drei Lanes gewinnst und die Leute immer die Minions wegbieren. Gemein. Und ich trage mit mir bevorzugt einen roten Bademantel. Was? Gibt auch Bilder von mir im Bademantel. Ich denke, das Grundprinzip habe ich dir aber so erläutert. Weil es zum Beispiel ein schönes E auf dem Gul'dan ist halt natürlich mit Minions. Guck mal, man sieht jetzt auch an mir. Ah ne, jetzt kann ich nicht so pralle zeigen. Der Hammer ist halt echt Prediction-Sache. Also das Wichtigste, was Mega Weapon ist gesagt. Was die kommt Hacker. Jetzt? Die Hacker. Oh, ich hasse die Hacker. Den will sie noch nicht so. Wir machen erstmal Ragnaros. Guck mal, ich hasse die Hacker auch, ja? Aber ich habe zum Beispiel gestern die Hacker gespielt und habe gemerkt, hey, eigentlich ist es echt mega wichtig, dass du den hast und dass du den kannst, weil der ist so stark. Ja, aber ich sag mal so, wenn sie jetzt auf Silber spielt, dann hast du öfter Brawl-lastige Teamfights und eher selten Teamfights. Ja, aber auf Silber fokussen sie die Hacker, die habe ich hier erst auf Platin gefokust. Das ist halt auch relativ viel Value gewesen. Und ja, wenn es dein Team nutzen, wenn's dein Team nutzen kann. Also ich habe hier auch schon Teamliga gespielt. Da bin ich mit DHK rein in der Hoffnung. Go Boys, tappt jetzt mal bitte hinten. Ja, ist nichts passiert. Hast du gerade zum Beispiel das Q gesehen? Also wenn du so zwei Qs in einem Teamfight durchkriegst, hast du den Teamfight damit für dich gewonnen? Wow. Ich sag mal, wenn du macht aber Spaß, ne, den Schaden so zu verteilen. Kriegt man das in 2-0 dann auch angezeigt, diese Selbstheilung, oder kommt das noch nicht? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es endlich wieder kommt. Du kannst es auf Hotslogs kannst du es nachschauen. Ah, okay. Ja, ich finde gerade, das waren ja bestimmt Tauben oder was? Die ich mich da geheilt habe oder sie? Ja. Also meine Lieblingsbuilds gibt es ja leider nicht mehr. Was ich mich gerade frage, wieso, dass du so wenig Mana hast? Ich hab's echt noch nie geschafft, mit Raggi umzugehen. Alles echt noch. Es gab ja früher die Möglichkeit, richtig auf Grief und Cancer zu spammen mit Heroes, aber das haben sie ja leider entfernt. Und zwar mit Stitches und mit Johanna. Alter, hast du gerade den Heal gesehen? Sag, wir haben gerade über Heal sprechen. Kannst du die Grief-Specs von Johanna und Stitches? Nee, will ich sie kennen. Ja. Du weißt ja, dass früher Regeneration Master unendlich gesnackt hat, oder? Ja. Ja. Also mein Rekord waren mit Stitches 240 Heal die Sekunde. Mit dem. Du hast ja noch das Talent, weißt du, du konntest ja damals skillen, Regeneration Master. Mehr Self-Heal und noch mehr React, wenn du Helden anknabberst. Es war witzig. Und dann natürlich noch mit der Schleim-Ult und Selfie in 5 Leute rein, rumgelaufen, einfach nicht tot. Digga, Valley. War das etwa eure Festung? Finde ich echt schade, dass sie das rausgenommen haben. Das war einfach ich mich immer noch, wie du umgegangen bist. Was anderes geskillt wie ich? Eigentlich nicht. Und ich habe noch nie einen Ragnaros umgesehen. Hast du die Globes nicht gesammelt? Ohne Scheiß, hast du schon mal einen Ragnaros umgesehen? Nö. Guck! Das geht doch gar nicht, aber ich hab auch schon Diablos umgesehen und hab ja auch nur wieder. Was? Kiri benutzt öfter Deflagration. Was ist das? Der dritte DE.
Was? Der E. Der E. Achso. Der hat nur 10 Sekunden Cooldown und dann jedes Mal 50 Mana. Also den nutze ich halt echt kaum. Den nutzt du auch außerhalb der E-Spec kaum. Du willst ihn halt, das Ding ist halt, das ist dein Movement-Spell. Du kannst damit halt Leuten mal den Arsch retten, aber ja, solltest, kannst ihn halt auch für dich aufsparen und so viel Value hat er nicht. Ja. Außer du hast E-Spec. Ja. Ja, ich wusste sonst nichts. Musst du halt einfach ein bisschen üben, so. Wichtig ist halt echt diese Spielweise, dass du eher so pokend spielst. Dieses Vor- und Zurückgehen ist eigentlich ultra wichtig bei Ragnaros, weil es, hier, Resilient Flame zeigt dir letztlich an, wann und wie du engagierst. Resilient. Resilient, sorry. Ist also ein richtiger Freaky. Alter, Corruption. Resilience, was soll das sein? Keine Ahnung, ich hab das früher immer so in WoW gesagt. Oh Gott. Ja, Alter, fick dich. Ich war der übelste Boss in WoW. Du warst bestimmt kein Gladi. Shut the fuck up, Alter. Aha, ich war sogar Gladi, als es noch Wert hatte. Echt? Es hat Carrera auch immer gesagt. Da, wo es noch schwer war, da war ich Gladi. Als ob der schwer war, das ist total gut. Das können wir auch mal 4 gegen 1, Alter. Easy. Oh, du kannst es ja auch einsetzen, wenn du untergetaucht bist. Hätte CQ nicht genervt, hätte ich den Teamfall eben mit Ulti gewonnen. Was kann ich einsetzen, wenn ich hier untergetaucht bin? Mein Air. Die Flame. Was? Welche Flame? Deinen zweiten. Ah, die 4. Die Resilient Flame. Ah ja. Ach nee, das ist. Ich kann die ja nicht. Ich kann die ja nicht nutzen. Oh Mann! Achso, ich dachte, der war aktivierbar. Nein, der triggert beim ersten Stun, den ich kriege. Achso. Also ich habe, wir haben hier jetzt halt keine... So wie ein Zauberschild, was man nicht von Autocast wegschillen kann. Genau. Ich habe jetzt hier halt keine Dings genommen. Die Gegner haben halt keinen Stun, das ist halt unlucky. Aber es zeigt ja letztlich das Zeitfenster, in dem du dich immer bewegen kannst, wenn es auf CD ist. Guck mal, jetzt ist es geprockt. Und jetzt müsste ich sozusagen 10 Sekunden lang safe spielen. Ich könnte nicht mehr so vorengagen und poken, sondern ich muss jetzt halt einfach warten, bis es wieder ab ist. Und, warte, wie hat's Carrera erklärt, damit ich es jetzt ultra genau erkläre? Der Nerf von 10 auf 15 Sekunden war deswegen, ein kleiner Nerf wieder für Ragnaros, weil er sozusagen damit eine Spell-Rotation lang gekillt werden kann. Das heißt, du triggerst zum Beispiel dann, weil mit der dem Gegner Buch eine extra Spell-Rotation hat, während du genau auf Cooldown bist. Ja, lass mich doch mal fertig erklären. Du hast dann mit Muradin zum Beispiel ein Q, das stunt den Ragnaros, da kann er aber nicht gekillt werden. Aber mit dem nächsten Q oder Stun, oder halt dann Lockdown, kannst du den Ragnaros dann halt letztlich für seine Spielweise punishen. Und das ist dieses Raus- und Reinlaufen halt und den Poke, beziehungsweise auch das Sustain-lastige Fighten, wenn halt du von mehreren Gegnern umzingelt bist, hast du jetzt ja auch mehrmals gesehen, dass du dich da auch einfach mal gegenkillen kannst. Also das ist auch sowas mit Ragnaros, das hast du jetzt glaube ich schon ein bisschen gemacht. Du hast immer versucht noch zu fliehen. Wenn du mit Ragnaros gecatcht bist, gehst du einfach all in. Du machst Q, du machst W, du machst ein R rein und versuchst dem Gegner letztlich so viel Schaden noch reinzudrücken, dass er für deinen Kill einfach noch gepunished wird. Also dann kriegen sie zwar deinen Kill, aber sie stehen danach vielleicht mit allen, mit 4 Leuten, mit 20% da. Ja, dann war es der Kill vielleicht auch nicht wert, wenn dein Team direkt drauf followt. Je nachdem, mit was die da ankommen, darfst du nie vergessen, kannst du eventuell gerade ab 20 auch einfach mal 1, 2 Damage, Loadgruppen. 3 Damage, Ulti. Du kannst auch noch was rauskillen. Hervorragend. Wenn ich eben die Leute hier alle auf. Wenn ich eben zum Beispiel meine 1 früher genutzt hätte, hätte ich Zagara gekillt. Also nicht Submerged, sondern einfach Zagara gekillt. Dann meine 3 genutzt, dann hätte ich noch wen gekillt. Das war eben genau so eine Situation, wie sie Alpha Kevin beschrieben hatte.
Also merkst schon, du kannst, also Ragnaros ist halt ein Held. Du hast eine gute Teamfight-Value mit dem Q, mit dem R. Und natürlich mit dem Trade später auch, wenn der Gegner so dumm ist dafür. Aber du hast auch gut Wave-Clear. Und das macht ihn halt wieder stark. Weil alles, was Wave-Clear hat, ist letztlich stark, weil es den Gegner auf allen Elos immer wieder einpushen kann, weil die Leute einfach zu faul sind, eine Wave zu clearen. Ja. Ja, du lachst, aber es ist einfach so. Du glaubst nicht, wie viel Value es hat, wenn du einfach eine Wave clearst. Weißt du, was ich inzwischen für eine Winrate mit Asmodern hab? Ja, wie gesagt, ich flame auch keinen Asmodern mehr, weil die einfach alle gut sind bisher, die ich gesehen habe. Ja, das ist halt auch vor allem dieser konstante Druck auf den Lanes, den der Gegner kriegt, weil du sowohl auf Max-Ranges, also auf unendliche Range nahezu Waves clearst und noch deine eigene Waves empowerst. Und wenn das nur das ein Asmodern macht, hat er einfach schon konstant Druck auf den Gegner, der vor allem im Late Game dazu führt, dass der Gegner quasi nicht mehr voll teamfighten kann, weil er immer am Auspushen sein muss, weil er sonst verliert. Ja, das wäre es eigentlich soweit. Den Rest musst du halt echt, du musst ein bisschen Spielgefühl dafür kriegen. Spielt sich nicht so wie andere Melee Assassins, finde ich. Ja, muss auf jeden Fall den W erstmal, den Trick daraus haben. Ich brauche heute mal ewig, um das erstmal auszujustieren, bevor. Dann gehst du in den Try-Mode 10 Minuten und ja, dann hast du's. Ja. W ist jetzt nicht so schwer, geht schon. Wie gesagt, wichtiger ist eigentlich, dass du abschätzen kannst, wann rein, wann raus, wie rein. Rein und raus. Das war so klar. Ich hatte gar nichts gesagt. Nee, nicht du. Ah, der Grief Kevin. Mhm. Oh, der Mirko ist online. Der gute alte Mirko. Alter, 6 Viewer. Ja, wird Zeit, dass du den Stream fertig machst, Sauruk. Nein. Nein. Sehe ich denn hier die Viewer-Anzahl nicht mehr? Steht hier vor für einen Viewer. Jetzt höre ich mich doppelt nice. Sorry. Nee, ich bin nur in deinen Stream gegangen. Mach den Ton aus. Ich finde gut, dass Greg natürlich da war, wie ich meinen Versprecher drin hatte. Ah, Dark Warrior ist Hessebub. Das erklärt jetzt einiges. Ich habe mich immer gefragt, wer das ist. Ich denke mir so, hey, Dark Warrior 83. Ich denke mir so, wieso war der noch nicht im Badewannenprojekt? Das ist Hessebub, oder was? Ah, es muss sein. Also das meint, das habe ich nämlich in der Viewerliste gesehen, dachte, hä? Ich sehe den gar nicht. Ja, ich dachte es mir nämlich auch gerade. Da war ich gerade gejoint. Ja, war halt richtig gut, dass ich dachte, ich lasse direkt einen Brüller raus, wenn du kommst. Hä? Dark Warrior ist doch nicht Hessebu? Scheinbar nicht. Okay. Der Stream hat 50 Sekunden Delay, glaube ich. 50. Wieso hast du eigentlich einen geringen Delay als ich? Weil du eine höhere Auflösung hast als ich. Ach, das hab? Wahrscheinlich. Streamst du in 4:3 oder was? Ja. Oh. Glaube ich. Ey, der trollt mich, Alter. Boah, du hast Discord-Overlay, das habe ich irgendwann rausgemacht, seitdem wir mit 15 Leuten oder so in der Padawan-Gruppe waren. Wenn zu viele Leute drin sind, dann schalte ich es um, dass nur die Leute angezeigt werden. Hast du da auch Crayman? Ja, hab ich aber noch nie gespielt. Ja, den machen wir als nächstes bei dir. Nice. Was? Oh. Doch. Ohne Scheiß, der gefällt dir bestimmt. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich schreibe den schon mal hier auf die Liste auf. Nein! Doch, das finde ich gut. Nee, der ist wirklich, keine Ahnung. Gerade wenn, also, wenn du diese Engages halt letztlich gut siehst, ist Crayman halt ein ultra starker Held. Weil, wenn dein Tank in der Hero League nur ein bisschen weiß, was das Wort Engage heißt, ist Crayman halt einfach der Held, der so easy followen kann, ohne dass er. Damit bin ich aber überfordert, Greg. Weil du einfach mit
mit deinen Auto-Attacks? Ja klar, Crayman ist ultra gut für Melees. Hintergrund da ist einfach, Crayman will eigentlich wie viele Melee-Charaktere entweder flanken oder deep gehen. Also Melee-Charaktere, die flanken wollen, sind... Mit Arthas kann man gut flanken, mit Thrall kann man flanken. Sonja natürlich. Ja, mit Thrall auch. Sonja natürlich, Sonja will auch deep gehen. Und Vorteil an Crayman ist halt, du hast wie gesagt den Poke mit Q und Auto-Attacks, die ultra stark sind. Also wenn du vorne den Tank pressures mit deinen Auto-Attacks und dann, das ist das Geschickteste, wenn du noch einen Cocktail halt über den Tank auf die Backline wirfst und wenn der später gestackt ist, machst du halt, keine Ahnung, deine Auto-Attacks mit 200 auf den Tank und 500 oder bis 600 Damage auf die Backline. Das wird dir kein Heiler so schnell gegenhealen. Das hat einfach heftiger Schaden. Und sobald einfach ein Backliner out of position steht, ist es wichtig, erst mit E zu engagen, nicht mit der Ulti. Ulti macht nicht mehr so viel Schaden. Die Ulti will man auch letztlich dafür, also ich spiele immer Go for the Throat, muss man dazu sagen. Ich spiele nie den anderen, auch nicht gegen Double Tank. Ich sehe da einfach keine Value. Richtig. Weil, Rich hat es jetzt so erklärt, wie ich es sage. Er hat einfach gesagt, du willst dich in einem Teamfight einfach noch ein zweites Mal umpositionieren können. Und das will er nicht mit dem E, beziehungsweise du kannst es auch mit dem E machen. Du kannst zum Beispiel mit dem E dann rausgehen, mit dem R instant wieder rein oder mit dem R auf einen weiteren Backliner gehen und dann mit dem E raus und so weiter. Und diese Möglichkeiten, die hast du mit der Kugel einfach nicht. Und wenn du... Ich dachte, die Bullet resettet jetzt auch den E. Nee, hab ich gedacht, ist aber nicht so. Also ich hab's im Try-Mode getestet und es ging nur, wenn ich hier Cooldown-Reset drin hatte. Aber ich kann's nochmal tryen. Aber ich meine, dass es nicht geht. Das war nämlich für mich auch der Grund, wieso die Bullet nicht gut ist. Natürlich auch der Hintergrund, dass Crayman mit dem Umpositionieren, was ich schon eben sagte. Und was noch wichtig ist, dass du, wenn du E machst, musst du halt immer schauen, dass du vorher halt eine Auto-Attack durchkriegst, beziehungsweise mit dem Q kannst du dodgen und mit dem R dann letztlich finishen. Ja, die Ulti kann Geschmackssache sein, aber ja, keine Ahnung, warte, Z-Level, ich nehme die Bullet. Nebenbei habe ich heute mal ohne Dings gespielt, ohne das Mana-Talent auf 1, finde ich ultra ätzend. Da musst du echt auf dein Mana-Management achten und dein Cocktail kriegt weniger Value. So, ich engage mit R, schieß die Kugel. Man geht in Human, zwar instant, hat aber dann Cooldown auf den Dings, auf echt? Das E. Hm? Okay, haben sie es wieder geändert. Ja, ich dachte auch, also... Warte. Ah ne, mit der anderen Ulti hast du auch Cooldown. Hm. Die Frage ist, was ist besser, wenn du nochmal wolfen kannst? Halt, warte. Ne, die Frage ich ist. Ich finde ja, Walken immer noch besser. In meisten oder in vielen Fällen macht es auch einfach den gleichen Damage wie die Bullet, außer du engagest halt auf einen Full Tank oder so damit mit dem Schuss, aber. Warte, das Wichtige ist ja eigentlich, ob du, wenn du. Nee, das Geile am Walken ist, wenn du schon im Walk bist und du gehst nochmal auf den Target, dann bleibt der Cooldown sozusagen auf dem E. Also du kannst dann immer nochmal in Human gehen. Also du kannst dich sozusagen zweimal im Fight umpositionieren, wenn du vorher im Walken warst. Du jumpst sozusagen. Oh, jetzt habe ich zu viel. Also ich bin Range, jump dann rein, mach dann die Bullets und dann jump ich wieder rein, oder was? Nein, mit dem Walk. Du kannst dann halt theoretisch zweimal dich umpositionieren, mit der Bullet nur einmal. Ah, okay, verstanden, ja. Weil du kannst ja eh, dann hast du, machst du zwei Auto-Attacks, willst ja eh das Target killen, dann springst du R und kannst nach dem R aber nochmal E. Also rausrollen. Mhm. Das ist das Gute. Ja. Also, du hast sozusagen drei Movement-Spells und mit dem anderen hast du nur zwei. Du kannst zwar mit der, also ich habe die Bullet halt nur so richtig tryhard in der Melee-Range mal gespielt, als Finisher oder halt als Early Poke. Fand ich aber beides einfach, keine Ahnung, ich fand's nicht meine. Als Finisher die Bullet?
ja, wenn du halt, keine Ahnung, reingehst. Ich hab's mal so gedacht, dass ich dachte, die Bullet würde dein E resetten, dass du, keine Ahnung, jumpst auf das Target, machst die Bullet und kannst danach wieder jumpen, aber das geht nicht. Also mit dem E wieder in den Wagen jumpen, aber das geht nicht, weil ich dachte, die Bullet resettet ist. Macht sie aber nicht. Versteht man die Logik dahinter? Nein, oder? Nein. Doch, ich weiß, wie du es meinst. Ich meinte, so ein Video von McIntyre gesehen zu haben, wo er dann die ganze Zeit hin und her springt, aber es geht nicht mehr. Geht definitiv. Es kann sein, dass es anfangs ging. Hast du es auch gerade getried, ne? Ja. Ich dachte nämlich auch, wenn das eh resettet werden würde, wenn du die Bullet machst, wäre es ultra gut. Dann könntest du dich nämlich genauso wie mit der anderen Ulti umpositionieren. Aber das geht nicht. Und, bevorzugt werden halt immer Helden gepickt wie Arthas. Oder, ja, Leoric. Leoric wirst du nicht so oft sehen, aber gerade gegen... Ja, doch. Also ich hatte es schon ein paar Mal Leoric in der Hero League und ich fand es halt ultra schlimm, wenn der Leoric einfach abgewartet hat, bis ich mit meinem E engage und ich war auf Bullet und konnte mich nirgendwo mehr retten. Also er hat mich einfach danach enttumt auf meinen E engage. Und hätte ich theoretisch mein R geskillt gehabt. Also ich kann dann nur durch den Leoric durchqueuen und durch das komplette Gegnerteam. Oder ich hätte ich R geskillt gehabt, also hätte ich Go for the Throat geskillt gehabt, hätte ich halt auf dem Backliner R und dann raus Q'en und E raus. Du hast halt auch noch den zweiten Q-Movement-Spell, also deswegen gehst du auch auf das größere Q auf Level 13. Machen, by the way, viele glaube ich auch nicht. Außer du hast eine strong Frontline. Boah, meine Stimme rippt. Ja, keine Ahnung. Sonst hätte ich nichts mehr zu sagen. Ihr müsst doch eh gleich los, oder? Eine halbe Stunde. Ja, ich hole mir jetzt erstmal einen Döner. Wenn ich meinen Geldbeutel finde. Steckt nächstes Problem, das ich suchen muss. Aber nicht auch dafür Döner. Wieder anderthalb Jahre brauchen, ne? Nee. Führerschein hat gereicht. Ja, ich bin durchgekommen. Das letzte Mal, als ich ihn gefunden hatte, haben mich die Bullen gecatcht. Mit was? Im Auto. Ja, ich werde halt immer angehalten von den Bullen. Bei Go for the Throat gehst du dann vorher Cocktail oder ist das Map-Up? Ja, voll Cocktail. Ich will immer Bull Cocktail. Ah, oh, Hessebub trollt mich. So was. Die fies. Und auf 20 nimmst du dann mehr Damage in Wogengestalt oder noch Go for Float and krasser? Ich nehme entweder das Range Upgrade, also Plunderbuss. Für den Splash Damage als Poke ist eigentlich immer gut. Ah, okay, ja. Den Melee Cleave finde ich nicht so geil und Unleashed kannst du theoretisch auch spielen. So. Unleashed Hounds. Unleashed ist nicht schlecht, wenn sie 2-3 Unleashed ist gut, vor allem wenn der Gegner Sudek oder so spielt, kannst du damit gut countern. Wen? Sudek. Du spielst dann einfach Unleashed plus einen Wolf, dann hast du einfach mal richtig 12 Charge Damage oder so auf dem Board. Von was redest du? Du spielst keine Arzt, oder? Ne? Nein. Ich dachte eben, was labert er schon wieder für eine Scheiße? Was für Alpha-Kevin-Zeug, Alter. Keine Ahnung, ich habe heute erst wieder Crayman mit Tassala gespielt, das ist halt einfach lächerlich. Wenn du auf 16 Executioner bekommst, ist halt richtig RIP für einen Gegner. Oh ja. Tassala permanent slow und dann kriegst du auf 20 noch diesen, den Spread AA Damage, Alter. Das ist richtig spaßig. Du drückst irgendwie Tassala Slowed den Tank. Der Tank kriegt irgendwie 35% mehr Damage und die Backline kriegt einfach noch den Spread Damage ab plus Cocktail. Du pokst halt das Team alleine leer. Und was wichtig ist, wenn wir jetzt noch kurz bei Crayman sind, weil mir das immer wieder auffällt. Bei den Padawan, wenn du mit Crayman gegankt wirst oder irgendwas, deine erste Reaktion ist immer, deine E auf den Gegner springen, egal wie du engaged wirst.
Einfach, weil du den Mobility-Spell mit dem Q direkt bekommst. Also ich sehe so oft Leute, ist mir letztens auch, als ich mit Julia ein bisschen geübt hatte, aufgefallen. Sie wurde engaged und ist nicht instant ins E gegangen. Und das ist einfach eine, wenn du diese Reaktion hast, dass du direkt ins E gehst, kannst du dir so oft einfach den Arsch retten. Weil Q-Movement-Spell erst recht, wie gesagt, mit der 13er-Range und danach noch dein E raus, also so viel Yards kann, glaube ich, nur Tracer machen, dass sie dich noch catchen kann danach. Außer du kriegst halt richtig rein. Also ein großes Q, du machst schon, keine Ahnung, ist ungefähr so weit wie ein Vault von Valor. Und was dabei noch wichtig ist, wenn wir schon beim Q sind und noch bei Crayman, Kappa, machen wir zwei Helden. Zwar Crayman in der Theorie, aber dass du mit dem Q von Crayman in Worgengestalt nutzt du vor allem zum Spells dodgen. Oder zum Bodyblocken. Zum Damage machen taugt es eigentlich nicht dazu, so hast du deine Auto-Attacks. Und was man auch beim Q von Crayman beachten muss, es geht halt durch den Gegner. Also wenn du selbst gebodyblockt wirst, kannst du einfach durch den Gegner raus. Ist auch nice to have. Also sind alles, wie gesagt, sind immer so Kleinigkeiten, die man so auf den ersten Blick nicht weiß, deren aber ultra hilfreich sein können. Was die meisten Leute auch nicht wissen, Crayman ist in Wirklichkeit gar kein Mensch, sondern ein Worgen. Richtiger Troll. Ja. 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 War jetzt genug für heute. Geh dir was zu essen holen. Ich muss mich doch anziehen. Ich hätte kurz noch eine Frage. Ja, ich zieh mir dabei die Hosen an, wenn es dich nicht stört. Ist Tyrael noch relevant? Ich spiel grad gegen einen und es ist ultra nervig. Also Heiko meinte heute Mittag, Tyrael muss nicht mehr für Crayman empowered werden, weil er selbst schon gut genug ist. Okay. Also, ich sag mal so, nice to have. Und gegen Wombo-Kombo ist bestimmt immer nice. Oder halt gerade als Gegner von Crayman oder Kerrigan ist Tyrael auch immer nice, weil Crayman halt reinjumpen will, wenn der Engage von Crayman kommt und dann eine Senkti kommt. Ist halt immer doof, weil es ist halt so richtig, es denied halt deinen kompletten Engage und du bist letztlich RIP. Aber seit Tyrael den Imposing Will verloren hat, ist halt richtig, ich sag mal, doof. Ich finde, du kannst ihn immer noch eigentlich in vielen Kombos ganz nahe spielen. Also ja, das Problem ist, als Double Tank dabei und der carried schon hart. Ich spiele Tyrael eigentlich nur noch, wenn ich Illidan oder Butcher enablen muss. Weil die haben den einfach gar nicht genommen, um ihr Team zu enablen, also nicht wirklich. Sondern um eure Sachen zu denyen. Ja, um uns einfach richtig zu griefen damit und es funktioniert auch ganz gut. Klingt so richtig nach Muffler-Taktik, Alter. Boah, wo ist mein Scheiß? Alles klar, vielen Dank. Jo, kein Ding. So, ich hole mir jetzt mal einen Döner, ich hab Hunger. Guten Appetit. Danke. Ich switch mein TS.